Für die Anwendung vom Enzympeeling braucht ihr euren Lieblingstoner oder auch ein Hydrolat eurer Wahl und ein kleines Schälchen. Ich habe jetzt hier eins von uns, ihr könnt aber auch einfach ein Glasschälchen nehmen, das ihr vorher eben gut sauber und desinfiziert habt. So, ich nehme ungefähr 2 Teelöffel. So, jetzt ein bisschen mehr. Und das Enzympeeling ist ganz besonders geeignet für unreine Haut oder Mischhaut, aber auch für Haut, die vielleicht früher sehr unrein war, aber jetzt noch übrig gebliebene Aknenarben hat. Denn das Enzympeeling enthält Heilmoor, der den Talg aus den Poren zieht, Vitamin C, was super hilft gegen so Pigmentflecken und Aknenarben, weil es eben für eine Regenerierung der Hautzellen sorgt. Und mit dem Toner, mit dem wir das dann anrühren, haben wir auch nochmal Salicylsäure mit drin, was auch nochmal gut bei Unreinheiten hilft und die Haut dann ebenmäßiger macht. Könnt ihr einfach euren Toner oder euer Hydrolat aufsprühen und dann rührt ihr einfach so lange, bis ihr merkt, dass es eine angenehme Konsistenz hat. So, das Ganze wird jetzt aufgetragen. Das könnt ihr dann 5 bis 7 Minuten drauf lassen. Wenn ihr ein bisschen empfindlicherer Hauttyp seid, dann macht das einfach bis zu 5 Minuten. Wenn ihr das Enzympeeling aufgetragen habt, achtet darauf, dass es jetzt nicht so antrocknet wie bei mir, sondern aktiviert es immer wieder, indem ihr mit dem Toner drauf sprüht. Ich mache das jetzt mal. So, genau, jetzt wird die Maske wieder aktiviert und wir verhindern, dass die Haut austrocknet. So, wenn ihr die Maske jetzt abgewaschen habt, dann könnt ihr mit dem Toner das Gesicht nochmal abfahren. Wie das genau geht, haben wir schon mal im Toner-Video gezeigt. Um einfach nochmal alle Reste zu entfernen. Und dann ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass ihr das Enzympeeling am besten erstmal einmal die Woche benutzt. Je nachdem, wenn ihr darin geübter seid bzw. schon öfter mineralische Peelings genommen habt, dann könnt ihr irgendwann auch auf 1 bis 2 hochgehen. Aber ich würde erstmal bei einmal bleiben. Und ganz wichtig ist es auch, dass ihr nach der Anwendung einen Sonnenschutz tragt. Denn jetzt haben wir die Regenerierung der Hautzellen angeregt und jetzt ist die Haut einfach empfindlicher für Sonnenlicht. Da empfiehlt sich dann immer ein sehr hoher Lichtschutzfaktor, vor allem wenn ihr euch länger draußen aufhaltet. So, jetzt habe ich alles abgefahren und jetzt macht ihr wie immer weiter in eurer Routine mit einem Gesichtsöl oder einer Creme.